Hallo, ich bin Wolfgang Walter. Ich bin der Dozent für das erste und zweite Semester Programmieren für Mathematiker, wo wir also allgemein über Informatik und speziell zum Programmieren einiges lernen wollen. Und Sie sollen da auch wirklich praktisch Programmieren lernen. Wann kam das erste Mal Ihre Faszination fürs Programmieren auf? Schon mit 14, 15, was damals noch nicht selbstverständlich war, noch weit vor der Ära von irgendwelchen Workstations oder PCs oder so irgendwas. Selbst Taschenrechner gab es da kaum oder begann gerade. Insofern habe ich also schon in der High School in den USA, dann später noch in der Abiturzeit in Deutschland Programmieren gelernt und das hat mich eigentlich bis heute begleitet. Die Faszination, wie bringe ich Mathematik und mathematische Dinge auch auf den Computer. Was erwartet die Studierenden in der Vorlesung Mathematisches Programmieren? Ja, also ich möchte eigentlich mehr sein und mehr geben als nur einen Programmierkurs. Es soll auf jeden Fall auch ein Überblick entstehen, was man mit Programmen, mit Software, mit Informatik alles machen kann und was man alles von der Maschine bekommen kann, wenn man das richtig anstellt. Und auch einen Überblick schaffen über die Gebiete der Informatik selbst, sodass ich also auch in andere Spezialgebiete so ein bisschen wenigstens andeutungsweise reingehe, zum Beispiel historisch ein bisschen in Rechenmaschinen und Hardware und so weiter. Dann über die Entwicklung der Programmiersprachen werde ich einiges sagen und vergleichend auch das ein bisschen gegenüberstellen. Aber der Kern ist natürlich schon, Sie müssen auf jeden Fall hier Programmieren lernen, in mindestens einer, vielleicht auch mehreren Programmiersprachen. Und Sie sollen da also so produktiv werden innerhalb des ersten Jahres, dass Sie dann viele andere Anforderungen dann auch meistern können, wenn dann numerische Anwendungen kommen, stochastische, statistische Sachen und so weiter. Können Sie abschließend den Studienanfängern noch einen Ratschlag oder Tipp mit auf den Weg geben, wie sie die ersten Semester am besten meistern können? Ja, also der Tipp, den ich Ihnen geben kann, ist, regelmäßig geplant zu arbeiten, zu studieren. Die bei mir jedenfalls regelmäßig gehaltenen Vorlesungen, die auch interaktiv sein werden, zu besuchen. Auch bei den Sonderübungen wird es so sein, dass man also feste Zeiten hat in der Woche, wo man die besuchen kann. Entsprechend haben wir auch Konsultationstermine und Angebote, um Fragen zu beantworten und Probleme auszuräumen. Also bleiben Sie da dran, sowohl vom Zeitrhythmus als auch von der Interaktion. Es gibt alle möglichen Interaktionsmöglichkeiten, auch mit Matrix, Chat und anderen Kanälen.